200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Im Krieg besteht der Sieg aus einem Teil Planung und 9 Teilen Glauben. 100 Männer mögen sterben, um einen einzelnen Feind zu töten, wenn das Glück gegen sie ist. 1 Million Männer mögen sterben, um eine einzelne Stadt zu erobern, während sich hunderte solcher Armeen über die Oberfläche eines Planeten kämpfen und winden, um nur einen winzigen Teil seiner Gebiete zu kontrollieren oder zu beanspruchen. Und dennoch reicht, wenn die Zeit gekommen ist, ein einziges Kriegsschiff aus, um all das mit einem Wimpernschlag bedeutungslos zu machen. Aus Exterminatus, Mittel und Zweck, eine Abhandlung von Inquisitor Durick Burgen. So wart ihr siegreich in der Schlucht des Diablodons. Ihr seid aus den Todlanden mit den Knochen des Teufelssauriers wieder nach oben gestiegen und zurück marschiert durch den Dschungel, die Büsche und den Nistplätzen vorbei. Immer geschliffen den Kopf des Diablodons, zahlreiche Schuppen und Zähne, die ihr ihm abgetrennt habt. Kurz bevor ihr die Stadt erreicht, könnt ihr einen Agrax erkennen, der dort bei einem Händler steht. Könnt ihm dann kurz eure Situation erklären und dafür sorgen, dass er gemeinsam mit euch den Diablodon nach oben bringt. Der Aufstieg an sich ist anstrengend, aber ihr seid Space Marines. Und während ihr dann an den zahlreichen anderen weiteren Händlern von Aurum vorbeimarschiert, die den Kopf des Diablodons betrachten und euch tatsächlich das erste Mal jetzt zunicken, anerkennend, euch das erste Mal wirklich wahrnehmen und nicht mit Abscheu erblicken, weil ihr von den Sternen kommt. Ja, so könnt ihr wieder zurück nach Heilstand gelangen. Und dort auf dem Marktplatz bereits erkennen, wie aus der Aspiranz heraustreten die zahlreichen Katashaner und auch der Archibald Hess, der Brigadegeneral vom Astra Militarum. Und auch Cole Bennex, euren, ja, möchte man liebevoll sagen, Maschinenpriester, beziehungsweise derjenige, der auf die Servitoren aufpassen soll. Und auch Vater Marius, der sich nach und nach vom Wort des Glaubens anschließt, bis ihr dann auf dem Marktplatz steht. Ja, in einiger Entfernung könnt ihr selbstverständlich auch die Siegeshalle erblicken, das einzige Gebäude aus Holz und weitere Auraner, die sich um euch versammelt haben. Zahlreiche Händler, die dann ebenso sich um euch herumgestellt haben und euch fragen, was ihr für Schuppen oder Zähne des Diablodons haben wollt. Ja, ihr könnt sehen, wie sich Archibald Hess dann mit seinen breiten Armen an den Leuten vorbeischiebt. Willkommen zurück auf Allstand. Ihr wart also siegreich. Ja, bezweifelt. Ja, mein Bruder war mehr als beeindruckend, müsst ihr wissen. Ich habe nicht an euch gezweifelt, meine Lords. Eine solche Bestie stellt für uns keine Herausforderung dar, auch wenn wir keine Rüstung tragen. Mhm. Einer unserer Brüder hat dafür gelangt. Einer? Ich hätte mir tatsächlich die Prüfung etwas schwerer vorgestellt. Nun, dann haben wir tatsächlich viele wertvolle Jahre hier verschwendet und hätten gleich nach euch verlangen sollen. Nicht wahr? Dabei blickt er sich einmal um zu den Katachanern und blickt sie misstrauisch, mürrisch an. Wenn der Imperator es will, dass wir siegen, reicht einer. Der Weg des Imperators ist der Weg des Sieges. Das werden
die Sterblichen auf Planeten auch erkennen. Ja, das will ich hoffen. Seht, dort drüben kommt seine Sinsar, Alkedre, Feuerpirscherin. Ja, und während er in die Richtung deutet, könnt ihr auch sehen, wie sie sich ebenso mit ihren starken Armen durch die Masse schiebt und dann vor euch stehen bleibt. Der Kaele möchte mit euch sprechen. Kommt mit. Das habe ich erwartet. Ihr könnt den Diablo dann hier lassen, wenn ihr mögt, oder ihn in die Aspirant schleifen. Ganz wie ihr wünscht, die Auraner werden sich nicht an seinem Fleisch vergehen. Es ist eure Beute. Naja, Bruder, was wollen wir damit tun? Ich frage auch meine Brüder, wollen wir ihm nicht das Fleisch zum Geschenk machen? Lass den am besten eine Weile liegen. Wenn sie ihn nicht nehmen werden, dann werden immer nur mehr ihn bestaunen. Das wird uns zugute tun. Ich hätte überlegt, einige Umhänge für uns daraus zu fertigen. Dann sollten wir das tun. Ich werde derartiges nicht umhängen. Ich werde, sobald es geht, wieder in meine Rüstung schlüpfen. Ich denke, wir haben uns mehr als genug bewiesen. Ich denke, das Fleisch können wir durchaus den Oranern zur Verfügung stellen. Wir bieten ihnen das Geschenk, da Teil des Imperiums zu werden. Etwas Größeres können sie sicherlich nicht verlangen. Naja, aber mein Gott, schon recht. Wir sollten endlich Bericht erstatten, damit ich endlich wieder meine Waffen tragen kann. Dann lasst uns aufbrechen. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit der Sensar wieder in Richtung seines Hauses gehen oder seiner Residenz, wenn man so mag. Und dieses Mal geht sie einen anderen Weg als zuvor. Ihr wartet ja in einem relativ runden, kreisförmigen Teil des Gebäudes, direkt in der Mitte ohne Fenster. Nun geht sie allerdings auf die Dachterrasse des Hauptgebäudes. Eigentlich gar nicht verziert und es gibt auch keine Sitzgelegenheiten, sodass ihr ihn erkennen könnt, den Kaele, mit einem unvergleichlichen Ausblick über die grünen Felder unter euch, das Meer, was euch dort erwartet, die Graslande und das goldene Licht, die Atmosphäre des Planeten, die dort dann auch schillert. Das müssen diese Dekavan-Kristalle sein, die vor allem das Mechanicus haben möchte. Und ja, es gibt dann unter euch an den Fliesen noch ein abgewetztes Mosaik von Beistand, wird das wohl sein, und den umliegenden Ländereien. Ihr könnt sehen, wie er sich dann umdreht und euch zunickt mit ernstem Blick. Gut gemacht, Freunde. Ihr werdet den Legenden, die man über euch erzählt, wahrlich gerecht. Ich danke euch, dass ihr euch diese Herausforderung gestellt habt. Es bedeutet meinem Volk viel. Es ist nur recht, wenn wir eure große Leistung auf gleiche Weise ehren und feiern und wir dies bei jedem Krieger meines Volkes nun tun würden. Doch ich schätze, dass ihr zuerst lieber über den lauernden, sensenkrallenbewehrten Tod sprechen wollt, der von eurem Besitz ergriffen hat. Deswegen seid ihr hier, nicht wahr? Die Malisektoren. Was könnt ihr uns darüber sagen? Ihr habt euch, wie gesagt, bewiesen. Seid keine Kinder mehr, sondern habt euch sogar einen Sitz im Rat erkauft durch eure Leistung. Sie sind eine neue Form der Midasaurier, die sich hier gebildet hat. Allerdings um ein bestimmtes Dorf herum, vor einigen Jahren. Wir konnten es zunächst nicht ganz deuten, dass Jahr für Jahr sich die Bevölkerung zurückgezogen hat. Sie wurde isolationistischer, wenn man so mag. Die Ernten wurden weniger, beziehungsweise die Lieferungen aus den Dörfern kamen nicht mehr an. Sie hatten früher zahlreiche von den Körben mitgebracht. Nun, und dann, als wir einen Kriegertrupp in das Dorf schickten, um herauszufinden, was dort geschehen war, kam nur eine Handvoll von ihnen zurück. Mit viel Mühe. Sie selbst waren große Krieger, aber berichteten von einer neuen Art menschlichem Saurier. Eine Rasse mit Monstrositäten, Gliedmaßen, 6 Stück an der Zahl, aber eine grauenerregende Kreuzung aus Mensch und Bestie. Seitdem haben wir das Dorf unter Quarantäne gestellt und dafür gesorgt, dass niemand rein oder rauskommt.
Brüder, das hört sich danach an, als wären hier die Tyranniden gelandet. Vielleicht ein Symbiontenkult. Ihr müsst verstehen, dass derartige Probleme der Vergangenheit sind, wenn ihr euch dem Imperium anschließt. Das, was ihr ein Beweis nennt, war für uns nichts weiteres als ein kleines Ärgernis. Und auch mit von solchen Bestien, die ihr spricht, kennen wir uns allzu gut aus und wissen, wie man sie bekämpft. Der Imperator wahrlich hat auf eure Welt geschaut und sie für gut befunden, dass er uns hierher gesandt hat. Und ihr werdet sein Licht auch noch erkennen. Nun, wisst ihr, warum ich so lange gezögert habe, dass wir uns anschließen? Glaubt nicht, dass ich nicht zugehört habe, wenn euer Bruder Marius gesprochen habe. Ich habe zugehört. Und auch die anderen, die dort kamen oder in der Aspiranz saßen, die ihr Soldaten nennt. Ich habe zugehört. Ich habe verstanden, was ihr vorhabt. Ich glaube euren Berichten. Ich glaube auch, dass ihr nun diese Gefahr eindämmen könnt. Allerdings wollte ich nie den Preis zahlen. Wisst ihr, warum wir hier oben stehen? Auf diese Welt blicken? Mein Aurum? Seht sie euch an, sie ist wunderschön. Unglaubliche Gefahren, die dort unten im Dschungel lauern. Aber die Galaxis dort draußen ist nicht anders. Das beweist ihr als Sternkrieger geradezu umso mehr. Meine Wahl war also immer die eines geringeren Übels. Die Malisektoren oder diese Schönheit, die ich verliere. Ich habe all die Informationen über euer Imperium aufgesogen, die ich bekommen konnte. Auch von Diaslan, dem Freihändler, wie ihr ihn nennt. Er hat besonders frei berichtet. Was fürchtet ihr, großer Kaele? Ich blicke auf euren Hafen, den ihr dort unten errichtet habt, auf der anderen Seite von Heilstand. Ich sehe, wie ihr die Umwelt in Mitleidenschaft zieht, wie ihr sie verändert. Und das ist genau das, was uns Vater Marius und Diaslan sagte. Unser Planet wird sich verändern. Er verändert sich auch, sollten die Tyranniden hier ankommen. Nicht nur die, die jetzt schon hier sind, sondern die, die garantiert über diesen Planeten hinwegfegen werden. Und denkt daran, sie lassen nichts mehr über. Leben heißt Veränderung. Was sich nicht mehr verändert, ist bereits tot. Dieser Planet ist prädestiniert für einen Orden unserer Brüder. Wenn euch wirklich ein Feind wie die Tyranniden gegenübersteht, so schaue ich euch auf die Krieger, die ich bisher gesehen habe, und sage, dass diese Welt ohne den Schutz des Imperators fallen wird. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ich euch vertrauen kann. Ihr seid große Krieger. Und ihr habt zu unseren Bedingungen gekämpft. Dafür danke ich euch noch einmal. Ihr dürft auf Aurum gehen, wohin ihr mögt, wo auch immerhin eure Schritte euch lenken mögen. Wenn ihr die Malisektoren oder Symbionten, wie ihr sie nennt, säubern wollt, die sie eine Pest für uns alle sind, dann tut es. Wenn wir euch eine Hilfe geben können, werden wir sie euch leisten. Naja, wenn ihr uns den Weg weisen könntet, wäre das mehr als hilfreich. Ich denke, um die Wesenheiten werden wir uns selber kümmern müssen. Selbstverständlich. 150 Kilometer im Osten von hier. Ich habe noch eine Frage. Was befindet sich im Westen von hier? Was meint ihr damit? Naja, ihr habt ja mit Sicherheit mitbekommen, dass sich eine unserer Glaubensschwestern, dass sie das Ableben erreicht hat, wie auch immer dies passiert sein mag. Ja, ihr meint im Osten, nicht im Westen? Na, entschuldigt. Ja, ihr habt recht. Entschuldigt. Was mit ihr passiert ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, sie ist tot. Wir haben sie nicht umgebracht. Aber falls hier im Osten die
Flammen meint, das Prometheum, so wie ihr es nennt. Ja, wir bauen es ab. Wenn ihr euch die Städte betrachten wollt, dann könnt ihr das tun. Ihr werdet, wenn ihr von hier aus nach Osten geht, werdet ihr nun vielleicht sogar dran vorbeikommen, je nachdem, wie eure Schritte euch führen. Es ist kein großer Umweg. Darf ich fragen, wofür ihr das Prometheum abbaut? Für unsere Quarantäne von Greenswell. Das Dorf, von dem ich berichtete. Wir mussten es einschließen. Dafür sorgen, dass keine weiteren von diesen Malisektoren nach draußen kommen und in Aurum oder auf Aurum nun nicht nur die Tierwelt die anderen Saurier töten und vernichten, sondern andere Dörfer überfallen. Das Prometheum dient uns als Schild. Wir zünden es an. Keine schlechte Idee. Ihr könnt euch die Lage von Greenswell ansehen. Es ist ein Dorf, was ziemlich gut zu isolieren ist, da es nur einen richtigen Ausgang oder Eingang gibt. Ihr solltet am besten euch vor Ort umsehen und könnt noch einmal mit unserem Wachhauptmann sprechen. Von der Quarantänewache. Wie kommt es, dass ihr nicht das gesamte Dorf schon eingesperrt habt? Das haben wir versucht. Wie viele Bewohner waren vorher in diesem Dorf? Ungefähr? Sagen wir 150. Vielleicht 200. Verstanden. Wir werden uns dem Ganzen annehmen. Also gut. Ihr habt unsere Jagdprüfung bestanden. Wenn ihr nun wieder zurück zu euren Rüstungen kehren wollt, dann tut dies. Ich werde euch nicht aufhalten. Mir ist das Schicksal von Aurum wichtiger, als dass ihr euch ein weiteres Mal beweist, denn ihr habt unsere große Jagdprüfung bereits erfolgreich bestanden. Hab Dank. Es war uns eine Ehre. Yaslan hat oft von euch gesprochen. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte noch ein oder zwei Fragen, wenn auch nicht zu den Malisektoren. Wisst ihr, wo die Diablodons nisten? Wisst ihr etwas über ihr Nist- und Brütverhalten, das ihr uns mitteilen könntet? Sie sind oft in den Todlanden. Ihr könnt sie aber auch überall anders in Aurum finden, auf Aurum finden. Aber von Highstand aus ist dies die nächste Position. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen zum Brüt- und Nistverhalten der Tiere? Sie brüten alleine, Einzelgänger. Und nun, sie legen sich Knochengruben an, wenn man so mag. Ihr könnt ihre Höhlen schon erst riechen und dann erkennen an den zahlreichen Leichen, die davor liegen, zu feinem Pulver zermahlen, zerstampft unter ihren Füßen. Also gut. Dann werdet ihr, wenn ihr mögt, gemeinsam mit meiner Sensar reisen, während ich hier verbleibe. Ihr habt immer noch keine Teratrixe gezähmt, korrekt? Solltet ihr auf dem Weg welche finden, versucht euer Glück. 150 Meilen sind viel. Hab Dank für den Rat. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Teratrix uns Gewicht samt Rüstung tragen werden. Für einen Menschen mag es viel sein. Für einen Astartes ist es nur Zeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass wir fliegen. Ich würde einmal den Captain anfunken. Jetzt hier oben auf der Terrasse? Ja, wir sind ja gerade dabei, die Reise zu besprechen. So will ich einmal kurz mich an den Captain versuchen zu erreichen. Ja, okay. Hier spricht Yaslan. Was kann ich für euch tun, mein Lord? Bruder Ifrit hier. Ich habe eine Frage, und zwar 150 Kilometer entfernt von hier. Dort müsste ein Ring aus brennendem Prometheum sein mit einem Dorf in der Mitte. Könntet ihr schauen, ob ihr diesen Ort findet und ob es dort eine Landemöglichkeit für unseren Thunderhawk gibt? Das kann ich versuchen. Einen Moment, wir gehen in den geostationären Orbit. Unsere Rüstungen sind oben auf dem Schiff, ne? Ja, die hat er nach oben. Doch, die hat er nach oben bringen lassen.
Ja, dann sollen die den mal runterbringen, so langsam. Und schickt bitte auch gleich den Hawk hinunter mit unserer Ausrüstung. So verstanden. Blödsinnig. Ihr könnt von der Residenz des Kaele nach unten treten, wenn ihr all die Fragen geklärt habt, wieder zurück auf den Marktplatz vor die Aspiranz treten und dort auf eure Rüstung warten. Und wenn ihr 20 Minuten, 30 Minuten gewartet habt, könnt ihr tatsächlich sowohl den Thunderhawk erkennen, der dann wieder absteigt, und eine weitere halbe Stunde dann sehen, wie große Lastservitoren eure Rüstung nach oben schieben, gemeinsam mit sowohl Diaslan, dem Freihändler, als auch Watch Captain Brand von den Salamanders, der ihn dann begleitet, gemeinsam mit euren Rüstungen. Ich würde mich in der Wartezeit gerne einmal an Bruder Tordal wenden. Sag, Bruder, falls wir Anschluss noch etwas Zeit übrig haben sollten, wärt ihr bereit, mit mir noch einmal Botenlande aufzusuchen? Ich wollte einige Gelege und vielleicht ein lebendes Exemplar des Diablodons mitnehmen. Irgendwie hat mich euer heldenhafter Einsatz ein wenig an eure Donnerwolf-Kavallerie erinnert. Ich dachte mir, vielleicht ließe sich auch so etwas für meinen Orden mit stattlichen Tieren. Ich verstehe. Nun, es wird garantiert nicht so einfach sein. Aber ich wäre bereit, mich der Jagd anzuschließen. Einfach wird es sicherlich nicht, da habt ihr recht. Doch, ja, doch einfach ist schließlich auch langweilig. Hab Dank für eure Hilfe. So sei es. Und der Allvater wird uns dabei garantiert unterstützen. Doch zuerst müssen wir die Tyrannidenbrut von diesem Planeten verbannen. Er ist die Pflicht. Und jegliche Spur, sei es noch so eine kleine, auswärts. Und des Weiteren ist immer noch diese Abscheulichkeit einer Statue in dem Wald. Sollten es daraufhin noch irgendeine Art und Weise Spuren geben, dass sie noch hier vorhanden sind, müssen wir auch diese ausmerzen. Ich würde tatsächlich direkt... Ah, seht ihr, dort hinten kommt der werte Captain, der werte Freihändler. Ich hätte ihm jetzt einen mündlichen Bericht gegeben, dass er sich dem an die Inquisition weiterleiten könnte. Können Sie einen Experten mitsenden? Wer weiß, vielleicht finden sich an diesen Statuen irgendwelche für die Inquisition relevanten Wissensschätze. Ich schlage sogar vor, dass wir, bevor wir nachher aufbrechen, uns noch einmal den Kreis dort hinten anschauen. Vielleicht befinden sich dort auch ähnliche Statuen. Ah, meine Lords, ein stattlicher Diablodon. Schön, schön. Diaslan betrachtet ihn abschätzig, streift mit seiner Hand über die raue Haut. Hm. Ein lebendes Exemplar hätte ich tatsächlich auch gerne in meinen Lagerräumen. Darf ich davon ausgehen, dass dies bedeutet, ihr habt die Kapazitäten und die Möglichkeiten, ein solches Tier lebend zu fangen? Womöglich mehrere? Selbstverständlich. Also, wenn wir hier gehen und schalten und walten dürfen, wie auch immer, dann danach sieht es hier zurzeit aus. Zumindest ihr dürft zumindest euch frei bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn das Imperium diesen Planeten für sich eingenommen hatte, dann werden wir sicherlich den ein oder anderen Diablodon nach oben bringen. Die bringen stattliches Geld. Wir sind aber erstmal hier, um eine Mission zu erfüllen und nicht, um uns ein neues Haustier anzueignen. Selbstverständlich. Korrekt. Und es wird auch nicht sinnlos gewildert. Ja, derweil nickt euch Brand zu, der interessiert sich gar nicht so sehr für den Diablodon. Also gut, ihr habt tatsächlich Informationen über Symbionten hier gefunden. Und über die Verräterlegionen. Korrekt. Es gibt ein Dorf. Nicht viel weiter als ein paar Schritte. Und dort scheinen ein kompletter Kult sich niedergelassen zu haben. Möglicherweise ein Nest. Aber da wir den Ursprung kennen und wir wissen, dass er gut dass es gut eingeschlossen ist, sollten wir ein leichtes haben. Ihr werdet all das bekommen, was ihr braucht und anfordert. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Spezialisten für in dem Wald, um ein
eine Statue des Chaos. Das sind diese Informationen, die Octavius bereits an uns weitergeleitet hat, korrekt? Korrekt. Und wir vermuten, dass in dem Statuenring hier sich ebenfalls einige Statuen seltsamer oder fragwürdiger Herkunft finden. Die wollten wir uns als nächstes einmal ansehen. Kommt mit. Bevor wir aufbrechen. Ja, damit tritt Brandt mit seiner Rüstung knirschend über die Steine schon bereits nach vorne, um durch eine kleine, ja, Säule ist es nicht, durch so einen Torbogen zu gehen in Richtung der alten Religion und dem Steinkreis, der dann relativ nah am Wort des Glaubens ist, von der anderen Seite zu erreichen, könntet ihr ihm dann folgen, bis ihr dann in der Mitte des großen Steinkreises steht und dort 20 Statuen bzw. 18 Verbliebene erkennen könnt, die dann ja mit Symbolen geschmückt sind, sehr hochgotisch verziert und ja auch teilweise mit Namen versehen. Folge ihm einfach mal.